Showtime, besser gesagt Schuhtime in Hauenstein. Die Papstschuhe werden an das Museum übergeben. Aus feinstem Leder vom Zicklein jeder Schuh, aus einem einzigen Stück Leder gefertigt. Himmlisch. Nein, sogar göttlich. Göttlich und göttliche Schuhe. Und auch an diesem heutigen Tag, das hat Bertel und ich, das haben wir uns so auch überlegt, an diesem Tag, wo wir alle ein bisschen mit Wehmut scheiden von diesem deutschen Papst. Und er hat die Schuhe für den Papst gemacht, Schuh-Bertel aus München. Im vergangenen Juni hat er in Rom zwei Paar an Benedikt übergeben, persönlich. Wir haben uns recht gut verstanden und fachgesimpelt über die Schuhe, wie ich die gemacht habe. Und er war sehr interessiert. Und vor kurzem hat sich Benedikt sogar bei dem Schuhkünstler gemeldet und den Tragekomfort gelobt. Im Januar habe ich einen Brief bekommen vom Heiligen Vater und dann hat er sich recht herzlich bedankt über die Schuhe und reingeschrieben, er betet für mich. Also hiermit übergebe ich die Schuhe als eine Dauerleihgabe an das Schuhmuseum Hauenstein. Vielen Dank. Das dritte Paar Papstschuhe hat der Papst nicht getragen, aber wer weiß. Vielleicht hat das Pfälzer Museum Glück und irgendwann kommt ein Schuhkarton aus Italien an. Vielleicht kommen wir auch dahin, dass wenn die Schuhe, die er jetzt hat, von Bertel überreicht bekommen hat, dass wir diese Schuhe, ein paar dieser Schuhe vielleicht zurückbekommen und dann stehen sie danach ja bei den getragenen Schuhen der Prominenten aus aller Welt neben meinetwegen Kohl oder De Gaulle oder so auch etwas. Da würde ich mich natürlich auch mal freuen. Und diese getragenen Schuhe würden dann auch sehr gut zu den gebrauchten Exemplaren von Kardinal Lehmann oder Kardinal Meissner passen. Aber auch die ungetragenen Papstschuhe sind für das Museum in Hauenstein wie ein Geschenk Gottes.